Ласкаво просимо. Im traditionellen Gewand der Ukraine begrüßten Mohammad Kusino und Natalia Zegil die Besucher des Dankesfestes der in Vechta lebenden ukrainischen Geflüchteten. Unter den Gästen Bürgermeister Christian Carter und die erste Stadträtin Sandra Sollmann. Das Stadtoberhaupt bezeichnete das Fest als eine tolle Geste und fand: Viele Elemente sind ähnlich zu unserer Kultur, denn mit Brot und Salz werden Freunde, werden neue Freunde, Gäste begrüßt und ein Schnaps ist auch dabei. Das hat mich doch sehr an die Vechta Kultur erinnert. 180 Familien hätten seit März in Vechta nicht nur eine Unterkunft gefunden, sondern auch viel Hilfe und Unterstützung erfahren. Beispielsweise über das zweimal in der Woche stattfindende Begegnungscafé, in dem die Frauen Kontakte pflegen, wichtige Infos erhalten und Deutsch lernen. Viele ukrainische Frauen, welche hier in Deutschland sind, die sind zu mir gekommen, einfach mit einer Frage, was kann man machen, wie können wir Danke sagen für deutsche Leute, für deutsche Volk. Das war alles schon, das war alles gut, die haben uns so viel geholfen und natürlich, wir möchten auch Danke zu sagen. Der Tag stand unter dem Motto, die Ukraine mit dem Herz erkunden. Und das konnten die Besucher mit allen Sinnen tun. Im Innenhof wurden Volkslieder gesungen. Katharina Burdjelova trug ein Lied von 1914 mit dem frei übersetzten Titel »Warum ist meine Ukraine traurig?« vor. Zudem gab es traditionelle Gerichte wie Borsch oder Deruni, also ukrainische Kartoffelpuffer. Die Gerichte vermitteln den Ukrainern ein Gefühl von Heimat und Familie. Das ist tatsächlich so. Ich bin schon seit 2006 in Deutschland, aber ich mache das auch regelmäßig mit Borscht. Das gehört einfach dazu. Dann habe ich so wie ein Stück Familie nach Hause gebracht. Im Veranstaltungssaal lief ein Video, das Städte, Sehenswürdigkeiten, Kultur und Musik, aber auch die Realität des Krieges zeigte. Nicht verwunderlich, dass es für viele der Anwesenden sehr emotional war. Danke sagen stand klar im Vordergrund. Aber eine unbeschwerte ukrainische Feier ist noch lebendiger. In Ukraine wird das ganz anders gefeiert. Ja? In Ukraine wir feiern ganz groß, wie viel singen, wie tanzen, wie vorbereiten so viel. Ja? Die Tische einfach brechen von Spezialitäten unserer. Alles ganz anderes. Jetzt war nur zu Danke sagen. Ja? So bekam Christian Carter ein Kosakenhemd überreicht. Solch ein mit der Hand gesticktes Hemd geben ukrainische Frauen ihren Männern, wenn diese in den Krieg ziehen, um sie zu beschützen. Die Menschen in der Ukraine konnten übrigens durch eine Spende unterstützt werden. Nach 6 Stunden hieß es dann aber: На все добре, до побачення.